Heute geht es um Angular und warum das Reactive Form Module so unfassbar mächtig ist. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es wieder mal um Angular und wir werden uns das wohl mächtigste Module angucken, was von Haus aus mitkommt, und das ist das sogenannte Reactive Form Module. Wir werden damit einen Login-Form validieren und einfach mal gucken, warum das Ganze so unglaublich cool ist. Prinzipiell ist es nicht wirklich schwer einzubinden, es kommt von Haus aus mit Angular, man muss es nur einbinden, und damit legen wir gleich los. Dieses Video ist allerdings für Fortgeschritten, also ich werde nicht auf die Grundlagen von Angular eingehen. Man sollte schon so ein grundsätzliches Verständnis haben, wie Angular funktioniert, was Komponenten, was Module, was Services sind, und wir werden damit gleich arbeiten. Prinzipiell, wenn ihr Fragen oder Probleme habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr wie immer einen Link zu Discord, da könnt ihr der Community join, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt los, viel Spaß und auf geht's! So, und los geht's mit unserem heutigen YouTube-Tutorial. Ihr seht hier Visual Studio Code sowie Chrome und eine absolute Plain Angular-Anwendung, in der ich einfach nur sämtlichen Boilerplate-Code rausgeschmissen habe und in der Style.sass hier den Hintergrund einfach dunkel gemacht habe. Das war auch schon alles, was ich hier als Vorbereitung hatte. Es gibt diese Woche auch keine Live-Demo zu unserem Code und ich benutze die Angular-Version 13. Das heißt, wenn ihr dieses Video zu einem späteren Zeitpunkt anguckt, wird diese Version wahrscheinlich veraltet sein. Ich denke aber nicht, dass Reactive Form sich in einer großen Weise verändert hat. Prinzipiell, was müssen wir machen, um loszulegen? Als erstes Reactive Forms einbinden und damit legen wir jetzt los. So, und los geht's mit dem ersten Step, und zwar müssen wir Reactive Form einfach erstmal einbinden. Prinzipiell handelt es sich dabei um ein internes Module, das heißt, es ist zwar so, dass wir es einbinden müssen, es gehört aber von Haus aus zu Angular, also es wird mit jeder Version weiterentwickelt und man kann es bedenkenlos nutzen, es wird mit jeder Version funktionieren und ist keine externe Abhängigkeit von irgendeiner Open Source Community, sondern es kommt direkt über Angular mit. Das Ganze geht auch ziemlich einfach, und zwar müssen wir hier nur sagen, okay, wir wollen etwas importieren, und zwar hier einfach das Reactive Forms Module. Das wollen wir hier importieren. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist das Ganze hier unten in Imports auch auflisten. Und in dem Moment steht in unserer gesamten Angular-Anwendung Reactive Forms zur Verfügung. Und wir können damit richtig coole Formulare bauen, was wir jetzt als erstes auch mal machen werden. So, los geht's mit dem eigentlich spannendsten Part, und zwar der Definierung unseres Formulars in TypeScript. Und zwar funktionieren Reactive Forms so, dass die gesamte Logik des Formulars, also welche Felder es gibt, wie diese Felder validiert werden, wie die Werte dieser Felder sind und so weiter, das wird alles direkt in TypeScript definiert und bildet quasi das komplette Schemata, was man dann in HTML einfach aufruft und dort einfach nur noch darstellt. Aber die gesamte Logik findet eigentlich nur in TypeScript statt. Hierfür brauchen wir gar nicht viel, sondern wir brauchen nur eine Public-Variable, weil diese ja später in HTML aufgerufen wird, und die nennen wir ganz Angular üblich LoginForm. Dabei handelt es sich einfach um eine FormGroup, und diese FormGroup müssen wir jetzt initialisieren, deswegen sagen wir jetzt NewFormGroup, und die erwartet ein Objekt von uns, und in diesem Objekt definieren wir jetzt unsere FormControls. FormControls sind einfache Werte oder Inputfelder, besser gesagt, innerhalb eines Formulares. Wir wollen ein Login-Formular bauen, was heißt, wir sagen hier Username. Das nächste, was wir haben auch noch ein Passwort, weil Login ohne Passwort wäre nicht so wirklich sicher. Diese beiden Werte beschreiben sogenannte FormControls, die müssen wir jetzt auch initialisieren. Und zwar sagen wir jetzt eine neue Instanz von unserer FormControl. Auch diese erwarten von uns quasi ein paar Werte, und zwar einmal unseren initialen Wert unseres Usernames. Wenn wir unser Formular aufrufen, ist dieser Username standardmäßig einfach ein leerer String. Und wir können hier einen Array von Validatoren anhängen und wir können hier noch einen zweiten Array von sogenannten asynchronen Validatoren anhängen. Asynchrone Validatoren werde ich in diesem Video nicht benutzen und auch nicht weiter darauf eingehen. Dazu wird es ein eigenes Video geben, weil diese Logik dahinter doch ein bisschen zu kompliziert ist, um das in diesem Video auch noch unterzubringen. Validatoren hingegen sind ziemlich einfach zu nutzen. Und zwar können wir hier einen Standard Angular Validator nehmen, sagen wir einfach validators.required. Und wie required schon sagt, ist jetzt quasi die Definition dieses Statements einfach nur, wir haben ein FormControl vom Name Username und dieser ist verpflichtend. Das heißt, das Formular ist invalid, solange Username undefined ist oder halt nicht definiert ist oder ein leerer String ist. Also das hier wäre in diesem Fall auch invalid. Wir können hier ein Array von Validatoren anhängen. Das heißt, wir können hier auch noch sagen, okay, wir haben noch einen zweiten Validator, und zwar einfach eine Min-Length. Was heißt, unser Username muss jetzt auch noch mindestens 5 Zeichen lang sein, damit er valid wird.
Prinzipiell kann man hier auch eigene Validatoren schreiben, die quasi immer am Ende sagen, ist das Feld valide oder invalide. Das würde aber auch den Rahmen dieses Videos sprengen. Dazu wird es in naher Zukunft noch ein eigenes Video geben. Prinzipiell kopieren wir uns das jetzt einfach nur, weil unser Passwort sieht ziemlich ähnlich aus, bis auf dass wir hier einfach nur sagen, okay, unser Passwort ist einfach nur required und in dem Moment, wenn ich das Ganze abspeichere, ist das auch schon soweit fertig. Also mehr müssen wir gar nicht machen. Wir haben jetzt ein komplettes Reactive-Form, Login-Form quasi definiert und können das Ganze jetzt in HTML einsetzen. So, bevor wir jetzt loslegen mit HTML, möchte ich hier nochmal dazwischen grätschen und dieser Part des Videos ist quasi optional. Ihr könnt jetzt einfach weiterspringen zur nächsten Sektion. Wen es interessiert, dem möchte ich das jetzt gerne erklären. Es wird aber auch zu diesem sogenannten Formbilder, was ich jetzt gleich zeigen werde, noch ein dediziertes Video geben, in dem Moment, wenn wir dynamische Formulare bauen. Prinzipiell können wir nämlich diese Schreibweise hier auch komplett überarbeiten und können sagen, okay, wir haben hier eine weitere Variable, die nennen wir Login Form Formbilder. Und das ist auch einfach nur eine Form Group, da unterscheidet sich nichts. Allerdings definieren wir die nicht hier oben, sondern wir rufen erstmal unseren Konstruktor auf und sagen jetzt hier private und hier rufen wir unseren Formbilder auf. Formbilder. Der Formbilder ist auch, wie ihr seht, einfach ein Import quasi aus unserem Reactive Forms Module. Also er kann bedenkenlos genutzt werden und wir können jetzt hier unten einfach sagen sys login form Formbilder. Sagen wir sys.formBuilderGroup und haben jetzt quasi dieselbe Situation wie da oben. Also wir rufen quasi exakt dasselbe auf, nur mit einer etwas anderen Schreibweise. Der einzige Unterschied ist jetzt, der Part hier drin wird sogar noch etwas kürzer. Und zwar rufen wir hier auch einfach unsere FormControls auf. Allerdings erwartet ein FormBuilder hier keine neue Instanz unserer FormControl, sondern einfach ein Array mit bestimmten Werten. Und zwar als erstes unser einfacher Formwert, also welchen Wert hat unsere FormControl. Und dann wieder die normalen Validatoren und die Async-Validatoren. Das Ganze können wir jetzt hier unten noch einmal kopieren, können auch wieder hier diese beiden Validatoren hier unten reinschreiben und auch diesen Validator wieder hier reinschreiben, das Ganze mal vernünftig formatieren, dass man auch was sieht. Und in dem Moment haben wir quasi mit dem Formbilder das exakt selbe Formular wie hier oben definiert. Ihr seht, es ist kaum ein Unterschied zwischen dem Formbilder und einer normalen Form Group. Das ist der Grund, wie gesagt, warum bei einfachen Formularen finde ich hier nicht wirklich einen riesen Vorteil, den Formbilder zu nutzen. Bei komplexen Formularen oder bei dynamischen Formularen sieht das aber ganz anders aus und deswegen wird es dazu auch noch ein Video geben. So, bevor wir jetzt loslegen mit unseren eigentlichen Formfeldern, würde ich hier gerne einfach mal kurz ein bisschen SAS-Code definieren. Darauf werde ich jetzt nicht näher eingehen. Einmal sage ich halt ein paar Standardfarbvariablen von mir. Dann sage ich, alle Schrift ist weiß, dass wir diese überhaupt sehen können. Definiere uns hier noch ein Formular, was einfach dafür sorgt, dass es eine maximale Weite gibt und dass alles schön untereinander steht. Außerdem will ich ein Form-Input-Feld, also einfach normales Input-Feld, ein bisschen grafisch aufbearbeiten, dass es nicht ganz so schrecklich aussieht. Und dasselbe machen wir hier quasi auch noch mit unserem Button. Das heißt, wir haben hier einen Button, den ich auch einfach farblich etwas gestalte und sonst habe ich hier nicht wirklich etwas, außer dass es später natürlich noch einen Fehlercode gibt. Dieser Fehlercode wird rot angezeigt und alles Weitere werden wir später uns ein bisschen genauer angucken. Prinzipiell ist aber die ganze Optik nicht wirklich wichtig für uns, sondern wir können jetzt einfach in unserer App Component anfangen, unser eigentliches Formular zu bauen. So, für ein eigentliches Formular braucht man gar nicht viel. Wir brauchen als erstes hier einfach mal ein Form Tag und dieses Form Tag braucht natürlich von uns ein Inputfeld vom Typ Text. Das kopieren wir uns jetzt einfach mal hier runter und sagen, wir haben noch ein zweites Inputfeld vom Typ Password. Unser Reactive Form übernimmt jetzt 90% der Arbeit für uns. Und zwar sagen wir hier oben einfach, wir wollen an unser Formular eine Form Group binden. Das machen wir jetzt, indem wir einfach das Angular Binding nutzen und sagen Form Group. Und hier binden wir einfach unsere Variable LoginForm an unser Formular. In dem Moment ist dieses Formular jetzt ein Reactive Form und wir können innerhalb dieses Formulartags mit lustigen kleinen Helperlein unser Formular zusammenbauen. Und zwar müssen wir jetzt auf unser Inputfeld einfach nur hier sagen FormControlName und hier übergeben wir jetzt aus unserem LoginForm den Namen unserer FormControl und das ist einfach Username. Und in dem Moment wird das
Value wird das, werden die Validatoren, die Klassen, das Styling, alles wird quasi auf dieses Inputfeld angewendet, im Hintergrund durch Angular Reactive Forms, und wir müssen da nichts weiter tun, außer hier unten auf unser Passwort natürlich noch unser zweites Form Control anzuwenden, und zwar Password. Außerdem ist ein Formular ohne einen Button nicht wirklich sinnvoll. Was heißt, wir haben hier unten auch noch einen Button mit einem kleinen Text drin, und zwar senden. Und man könnte jetzt beispielsweise hier ein Click-Event drauflegen, dass man sagt, submit eine bestimmte Funktion. Oder man macht es einfacher und sagt hier einfach hier type submit und ruft dann eine Funktion hier bei einem Submit-Event auf dem Formular auf. Das ist natürlich ganz euch überlassen. Prinzipiell machen wir das in diesem Video erstmal nicht, weil wir werden hier uns erstmal jetzt das Formular ein bisschen genauer angucken. In dem Moment, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, haben wir hier auch schon unser Formular, was wir gerade ein bisschen oberflächlich gestaltet haben. Und in dem Moment, wenn ich hier reintippe, passiert auch erstmal nicht wirklich etwas. Und das wollen wir uns heute jetzt, oder wollen wir es erstmal genauer angucken. Dafür rufe ich hier mal die Konsole auf, lösche hier mal alles raus, gehe nochmal in unsere App Component.ts und rufe hier den Konstruktor auf. Innerhalb des Konstruktors sagen wir jetzt, okay, wir wollen sys.loginform. Und dann value changes. Value changes ist ein sogenannter Observable und bezieht sich auf Nginx. Und hier können wir jetzt einfach sagen, .subscribe console.log. Und in dem Moment, wenn wir das abspeichern und ich beginne hier zu schreiben, seht ihr, dass das Formular, also einfach unser Username und unser Passwort hier unten geloggt wird. Und das passiert bei jedem Formular Change. Also ihr könnt hier schon in TypeScript wunderbar darauf hören. Ihr könnt das Ganze natürlich nicht nur hier drin machen, sondern wir können das auch direkt hier in HTML. Und zwar können wir jetzt hier oben einfach sagen, okay, wir haben hier unsere Login-Form und dann hier einfach Value, und das geben wir hier einfach über die JSON-Pipe aus und sollten das Ganze vielleicht noch mal kurz in einem P-Tag schreiben, damit das Ganze auch sichtbar wird. So, das speichern wir jetzt ab und jetzt haben wir hier unser Objekt, und in dem Moment, wenn ich hier was reinschreibe, verändert sich das direkt da oben drin und wir können damit arbeiten. Also ihr habt direkt den kompletten Zugriff auf die Werte der Form oder des Login-Forms und könnt das überall verwenden oder irgendwo anzeigen als Titel beispielsweise, und das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Das nächste, was extrem praktisch ist, was ich auch schon erwähnt habe, dass über diese Zuweisung hier direkt die Inputfelder validiert werden von Angular. Und wenn ich hier reinklicke und wir uns den HTML-Code mal ein bisschen genauer ansehen, dann sehen wir, dass dieses Inputfeld Klassen bekommen hat. Und zwar hier ng-dirty, ng-valid, ng-touched. Und das sind Werte, die von Angular gesetzt werden, also über Reactive Forms. Und wenn ich beispielsweise den Inhalt hier wieder rauslösche, dann kriegt dieses Inputfeld automatisch die Klasse ng-invalid. Und das bedeutet, wir können ja invalide und valide Werte klären und auch sagen, ob ein Formularfeld schon mal von einem Nutzer angefasst oder verändert wurde. Dazu können wir jetzt einfach mal hier unsere app.component.sas aufrufen und sagen, okay, wenn unser Formularfeld, also unser Inputfeld, schon mal die Klasse ng-touched oder ng-dirty bekommen hat, dabei ist ng-dirty, der Nutzer hat den Wert verändert, und ng-touched, es wurde ein Blur-Event ausgelöst. In dem Moment können wir sagen, okay, wenn hier auch noch die Klasse invalid vergeben ist, wollen wir was machen. Und in dem Moment, wenn die Klasse valid vergeben ist, wollen wir auch was machen. In unserem Fall sagen wir einfach nur, okay, wenn es valid ist, dann gibt der ganzen Geschichte doch bitte mal einen grünen Border. Und wenn das Ganze invalid ist, dann gibt der ganzen Geschichte doch mal bitte einen roten Border. So könnt ihr quasi eure Inputfelder, eure Formularfelder sehr einfach custom stylen in Abhängigkeit der Validation, was ja bei Formularfeldern sehr, sehr wichtig ist. Und wenn wir das Ganze jetzt hier reintippen, ich hier rausgehe, dann seht ihr, es ist rot, weil wir haben ja vorhin definiert, dass unser Inputfeld hier oben mindestens 5 Werte braucht. Wenn ich noch 2 weitere dazu schreibe und ich hier rausgehe, wird das Ganze grün, weil wir jetzt die Klasse ng-valid ansprechen. Damit könnt ihr quasi jede Art von Inputfeld ziemlich einfach gestalten, frei eurer Meinung nach, und das Ganze ziemlich einfach anpassen. Wenn ich das hier jetzt rauslösche und das Ganze invalid wird, wird es rot. Wenn ich einfach nur reinklicke und rausgehe, wird es auch rot, weil wir ja hier auf ng-touched und ng-dirty hören, und damit ist auch unser gesamter Style schon abgeschlossen und wir können diese Datei auch eigentlich schließen. Prinzipiell können wir aber noch viel mehr machen, weil einer der großen Eckpfeiler der guten Formulare ist es, einem Nutzer nur die Möglichkeit zu geben, das Formular abzusenden, wenn das Formular valide ist oder zumindest eurer Version von valide entspricht. Das Ganze können wir natürlich auch tun, indem wir hier dem Button beispielsweise einfach ein Disable-Tag mitgeben und sagen, okay, wann ist denn dieser Button disabled? Und in dem Moment können wir einfach sagen, okay,
Dieser Button ist disabled in dem Moment, wenn unser Login Form valid ist, beziehungsweise nicht, wenn es valid ist, sondern wenn es invalid ist. In dem Moment ist es hier quasi jetzt gerade nicht möglich, das anzuklicken. Wenn ich hier aber reinklicke und rausklicke und hier etwas reinschreibe, kann ich es jetzt versenden. Das ist doch schon mal wunderbar. Man kann das jetzt natürlich noch schöner machen, indem man nicht nur auf Valid hört, sondern auch hier noch Touched und Dirty mit einbringt. Und indem wir das machen, sagen wir, okay, in dem Moment, wenn es Valid ist und wenn es Touched oder wenn es Touched und Dirty ist und so weiter, können wir das verwenden. Das heißt, wenn ich jetzt hier reinklicke, passiert nichts. Wenn ich jetzt aber hier was reinschreibe, können wir das wunderbar abschicken. Das ist einfach noch ein bisschen sauberere Schreibweise für so eine Validation eines Submit-Buttons. Das Ganze ist jetzt schon mal ganz nett, aber der nächste große Eckpfeiler ist quasi, wie man eigene Fehlermeldungen beschreibt, und das müssen wir uns auch nochmal angucken. So, das Letzte, was man natürlich bei jedem Formular machen muss, sind Fehlermeldungen zu definieren. Das Ganze geht natürlich auf unendlich verschiedene Weisen. Wir werden hierzu auch noch ein Best-Practice-Video sehen, wie man das Ganze noch deutlich optimieren kann. Jetzt gibt es erstmal die absolut Basics. Und zwar haben wir ja vorhin ein P-Tag definiert, beziehungsweise haben gesagt, wenn wir hier die Klasse Error vergeben, dann wird der Code hier drin, die Schrift hier drin einfach nur rot. Deswegen kopieren wir uns jetzt mal kurz meine Fehlermeldung hier rein, und zwar, es muss ein Username eingegeben werden. Wenn wir das Ganze abspeichern, haben wir hier schon mal wunderbar einen Fehlercode hinterlegt. Hilft nur sonderlich nicht viel, weil der wird immer angezeigt. Genau, wenn ich die Seite lade, ist quasi das Ding direkt da. Und das wollen wir natürlich nicht. Das macht ja für uns so gar keinen Sinn. Deswegen sage ich jetzt, okay, wir haben hier einen ng-Container. Auf diesem liegt ein ng-if. Und hier sagen wir einfach Login-Form und hier Controls. Und hier rufen wir ein Array auf, beziehungsweise einen Wert aus unserer Controls. In unserem Fall einfach Username. Und hier sage ich, wenn unser Username dirty ist, oder wenn unser Username nicht nur dirty ist, sondern wenn unser Username auch touched ist. In dem Moment, touched, können wir nämlich diese Fehlermeldung erst anzeigen, wenn ich das Ganze jetzt hier reinschiebe, wenn unser Formularfeld angefasst wurde. Wenn ich jetzt also reinklicke und wegklicke und Blur Event Trigger damit touched, wird das Ganze angezeigt, oder auch wenn ich jetzt hier reinklicke und ich hier etwas reinschreibe und das rauslösche, dann würde quasi dirty getriggert werden und das Ganze würde invalid werden. Im Prinzip ist das also schon mal der erste Step. Es gibt aber noch einen zweiten Step, und zwar müssen wir sagen, wenn ich jetzt was reinschreibe, dann dürfte der Text hier nicht mehr stehen, weil ihr seht, das Formularfeld an sich ist valide. Wir müssen also diese Fehlermeldung noch an einen wirklich expliziten Fehler mappen, und das Ganze ist auch ziemlich einfach, sagen wir nämlich ngif und machen dasselbe wie hier oben. Wir kopieren uns also das einfach mal hier raus, schreiben das hier rein und sagen jetzt hier Punkt Errors. Aber was ist dieses Punkt Errors? In dem Moment sollten wir das Ganze vielleicht einfach mal loggen, damit man weiß, was das hier eigentlich ist. Das mache ich jetzt einfach über die JSON-Pipe und habe jetzt hier, wenn ich beginne, etwas reinzuschreiben, seht ihr, wir haben hier ein Objekt, in diesem Fall mit required. Hier oben wollen wir required nutzen. Wir können also sagen, wenn das Ganze required ist, dann wollen wir diese Fehlermeldung anzeigen. Das Ganze speichere ich jetzt mal ab. Und wenn wir hier was reinschreiben, seht ihr, unser Fehler verschwindet, also required ist quasi nicht mehr existent. Jetzt ist required wieder da und unsere Fehlermeldung wird angezeigt. Wenn ich hier reinschreibe, seht ihr aber, hier kommt noch eine andere Meldung. Und zwar haben wir einen zweiten Validator auf unserem Inputfeld, dass es mindestens 5 Werte gibt. Und das Ganze können wir uns jetzt einfach deswegen hier mal kopieren und sagen, okay, unser Username nicht, wenn er required ist, sondern wenn der Validator minlengths anschlägt. In dem Moment wollen wir jetzt eine andere Fehlermeldung anzeigen. Und zwar sagen wir, es sollte mindestens 5 Zeichen geben, beziehungsweise Buchstaben. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und ich hier etwas reinschreibe, dann sehen wir, unsere Fehlermeldung passt. Das Problem ist jetzt, ihr müsstet, wenn ihr zum Beispiel hier den Validator die Minlengths ändert, in dem Moment müsstet ihr eure Fehlermeldung anpassen, und das ist natürlich sinnlos, das will man nicht. Weil vielleicht kommt das aus dem Backend oder so etwas, was heißt, diese 5 kann man auch ersetzen durch eine einfache Angular-Variable. Und wir haben ja hier Required Lengths und Actual Lengths. Wir können also einfach sagen, okay, in dem Moment, wenn unser Formfeld, das wir hier haben, wenn wir das hier reinschreiben, können wir sagen, okay, Required Lengths Punkt einfach Required Lengths. Und in dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und hier etwas reinschreibe, sehen wir, wir haben hier 5. Aber wenn ich hier eine 10 reinschreibe und ich das Ganze abspeichere und ich hier reinschreibe, dann passt sich unsere Fehlermeldung wunderbar an. Das Einzige, was ich jetzt noch zeigen möchte, ist neben dieser wunderbaren Fehlercode-Darstellung, wie man den Code hier noch deutlich aufräumen kann. Und das gucken wir uns jetzt im letzten Part an.
So, und zwar haben wir hier unterschiedliche Situationen. Wir haben nämlich einmal, oder wir rufen hier oben immer diese Geschichte auf mit login-form.controls und dann Username. Das Ganze können wir uns jetzt mal kopieren und sagen hier oben jetzt einfach, wir haben hier oben ein ng-Container und dieser ng-Container ruft einfach ng-if auf und sagt login-form.controls und dann Username und dann können wir hier sagen einfach as username. Und in dem Moment haben wir einmal einen Validator, dass diese Form-Control-Value überhaupt existieren muss. Und das nächste, was wir machen können, wir können hier drin alles durch Username ersetzen. Das heißt, dieser ganze Tag wird zu Username, hier unten das Ganze wird zu Username, hier drin der ganze Code in Error wird quasi zu Username und auch hier drin wird alles zu Username und auch hier wird alles zu Username. Das Ganze können wir sogar jetzt noch weiter vereinfachen, weil hier drin haben wir ja zum Beispiel immer noch dieses Error und das können wir sogar auch noch weiter vereinfachen, indem wir hier drin sagen, okay, wir haben dasselbe wie hier oben nochmal und sagen jetzt hier, wir haben username.error und können jetzt hier einfach sagen, okay, as error bzw. errors. So. Und können das jetzt hier reinschreiben und sagen jetzt hier, okay, statt dem ganzen Code brauchen wir nur noch errors.required und hier unten einfach nur errors.minlength und hier einfach nur errors.minlength.requiredlength. In dem Moment, wenn wir das jetzt abspeichern, haben wir nichts am Code verändert, aber der Code ist deutlich leserlich geworden, finde ich zum Beispiel. Aber das muss jeder selbst für sich entscheiden, ob das ihm hilft oder nicht. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Und sonst, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz oben sind auch jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt. Oder Amazon Affiliate und andere Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.